Dann kommt der Punkt 37, Setzpunkt der Fraktion der SPD. Antrag der Fraktion der SPD betreffend gute Arbeit am Frankfurter Flughafen. Nein zu Sozialdumping durch Ryanair 19/4107 mit dem Dringlichen Antrag der Fraktion der FDP, Tagesordnungspunkt 44, und dem Dringlichen Antrag der Fraktion DIE LINKE, Tagesordnungspunkt 47, sowie dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, Tagesordnungspunkt 49. So, es beginnt der Kollege Marius Weiß. Bitte sehr, Marius, hast das Wort. Vorgestern gab es eine Meldung über Tagesschau.de. Dem WDR liegt eine Studie vor, die die EU-Kommission in Auftrag gegeben hat und an der mehr als 7.000 Piloten europaweit teilgenommen haben. Das Ergebnis zeigt, dass die Piloten, die unter atypischen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, deutlich mehr negative Einschätzungen zeigen als ihre Kollegen bei Linienfluggesellschaften. Bei den Billig-Airlines stimmten 75 % des Flugpersonals der Aussage zu, dass sie im eigenen Unternehmen oft müde im Cockpit sitzen. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen prekärer Beschäftigung und Stress im Cockpit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Meldung über diese Studie kam genau 3 Wochen, nachdem Fraport-Chef Schulte mit großem Tamtam verkündet hat, dass die Ryanair ab nächstem Sommer in Frankfurt eine Basis aufbaut. Das zeigt, wie aktuell unsere Themensetzung ist und wie dringend man über Ryanair und die Rolle der Landesregierung im Zusammenhang mit der Entgeltordnung hier sprechen muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ryanair ist nicht irgendein Low-Coster. Ryanair zahlt absolute Niedriglöhne und unterläuft gültige Sozialstandards und verweigert jede Tarifbindung für ihre Beschäftigten. Gerade die Tarifbindung ist in der Luftfahrt noch einmal wichtiger als in anderen Branchen. Die internationale Luftfahrt ist nicht durch die WTO reguliert. Deutsche Arbeitsschutznormen gelten oft nicht für die Beschäftigten in der Luftfahrt. Das kann man z. B. nachvollziehen. Arbeitsstättenschutzverordnung, dass ein Pilot keinen Anspruch hat auf einen Pausenraum mit öffentlichem Fenster, ist nachvollziehbar. Aber gerade weil das so ist, ist es umso wichtiger, dass gerade die Luftfahrtunternehmen tarifgebunden sind. Denn nur durch Tarifverträge werden diese Lücken im Arbeitnehmerschutz geschlossen, die gesetzlich bestehen. Ryanair hat nicht nur keine Tarifbindung, sondern verweigert diese auch noch sehr aktiv. Da werden Leute schlicht rausgeschmissen, die sich bezüglich verbesserter Arbeitnehmerrechte engagieren. Ryanair führt keine Sozialabgaben ab. Ryanair stellt zu Arbeitsmodellen ein, bei denen Beschäftigten nur Lohn garantiert bekommen, wenn sie tatsächlich fliegen. Die Studie der EU-Kommission wundert mich von daher gar nicht. Wenn ich nur Geld dafür bekomme, wenn ich auch tatsächlich fliege, dann melde ich mich eher einmal auch zum Dienst bereit, statt mich unfit to fly zu melden, wo ich es eigentlich müsste. Ryanair hat ihren Unternehmenssitz in Irland, wo sie nach den dortigen Arbeitsgesetzen Flugbegleiter und Piloten aus Drittländern anstellen können. Die Crews, die ab nächsten Sommer in Frankfurt stationiert werden, werden weder Rentenansprüche nach deutschem Recht erwerben, noch einen deutschen Krankenversicherungsschutz haben. Wenn Mitarbeiter krank sind, dann gilt irisches Recht, und für sogenannte Non-Residents, wie die zukünftigen Beschäftigten hier in Frankfurt, gibt es für den Krankheitsfall lediglich 300 € Grundsicherung im Monat. Und davon sollen sie dann in der Rhein-Main-Region leben. Ryanair zahlt keinen Mindestlohn, und die Beschäftigten, die ab nächsten Sommer für Ryanair in der Kabine arbeiten in Frankfurt, werden etwa 1.100 € Bruttolohn erhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ryanair ist ein fliegender Schlecker. Und es steht, im Hessischen Landtag und der Hessischen Landesregierung gut zu Gesicht, wenn sie sagen, wir wollen diese Arbeitsbedingungen nicht. Wir wollen sie nicht in Deutschland, wir wollen sie nicht in Hessen, und wir wollen sie erst recht nicht an einer Arbeitsstätte, die zum Großteil in öffentlicher Hand ist und wo Hessen auch noch größter Anteilseigner dran ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dabei sind Billigflieger nicht per se Teufelszeug. Es gibt eine große Nachfrage nach. Kollege Weiß, der Kollege Caspar wollte Ihnen gern eine nicht. Lassen wir es. Gut, Ruhe. Dabei sind Billigflieger nicht per se Teufelszeug. Es gibt
eine große Nachfrage nach Punkt-zu-Punkt-Verkehren ohne großen Komfort. Und das ist auch nichts Verwerfliches. Wenn über 40% der Verkehre in Europa Low-Cost sind, dann ist das unternehmerisch gesehen nachvollziehbar, wenn sich der bald zweitgrößte Flughafen der EU diesem Trend öffnen möchte und an dem Markt partizipieren möchte. Natürlich können wir den Kunden nicht vorschreiben, womit sie zu fliegen haben. Aber man kann sie darauf hinweisen, dass Billigflieger nicht gleich Billigflieger ist. Darauf kann man im Übrigen auch Herrn Schulte hinweisen. Auch eine EasyJet ist kein Waisenknabe, sondern hat ebenfalls eine aggressive Marktstrategie. Aber sie arbeitet mit Tarifverträgen. Auch eine Eurowings ist mit der Mehrheit der 6 Unternehmen, die unter diesem Namen fliegen, tarifgebunden. Ja, Herr Kasper, ich verstehe, dass Sie sich getroffen fühlen. Also, an Ihrer Stelle würde ich das auch. Aber vielleicht hören Sie noch bis zum Ende zu. Ich mache es dann bei Ihnen auch gleich, und dann kann ich bei Ihnen noch etwas dazu sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das zeigt, dass es auch bei einer Strategie der Fraport, sich für den Low-Cost-Bereich zu öffnen, möglich gewesen wäre, dies mit einer Fluggesellschaft zu tun, die anständiger mit ihren Mitarbeitern umgeht, als Ryanair dies tut. Ich finde, dass genau darauf das Land Hessen im Aufsichtsrat der Fraport auch hätte hinwirken sollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, außer Herrn Schulte und Herrn Bouffier habe ich im Übrigen noch niemanden gefunden, der die Ansiedlung von Ryanair gut findet. Die Stimmung in der Luftverkehrsbranche ist unterirdisch, Herr Caspar. Die ist unterirdisch. Die Airline-Verbände laufen Sturm. BDF und BAREC schreiben empörte Briefe an Minister Al-Wazir. Die Lufthansa läuft Sturm. Die Condor läuft Sturm. Ich war letzte Woche bei einem politischen Abend der Condor in Frankfurt und habe da am eigenen Leib mitbekommen, wie die Bestimmung bei den Beschäftigten ist. Ich kann Ihnen sagen, in manchen Teilen der Luftverkehrswirtschaft gilt Rufmord inzwischen als natürliche Todesursache. Und nicht nur in der Branche, auch in der Politik hört man nicht nur ein gutes Wort über die Entscheidung. In der Offenbacher Stadtverordnetenversammlung, heute vor einer Woche, Herr Caspar, haben neben der SPD die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 und die GRÜNEN sogar einen Antrag beschlossen, in dem die Ansiedlung von Ryanair abgelehnt wird. Der Ministerpräsident steht als Ryanair-Fan offensichtlich sehr alleine da, im Land, in der Region und offensichtlich auch in seiner eigenen schwarz-grünen Koalition. Man muss aber auch noch einmal ein paar Worte zum Verfahren der Ryanair-Ansiedlung verlieren und die Rolle, die die Landesregierung dabei gespielt hat. Da schwebt am 2. November medienwirksam der erste Ryanair-Flieger in Frankfurt ein, und es wird die Partnerschaft aufgrund eines neuen Rabattmodells bekannt gegeben. Der Ministerpräsident Bouffier ist offensichtlich darauf gut vorbereitet und lobt dies noch am gleichen Tag überschwänglich und erklärt die Rabatte bereits für vertretbar, die sein Verkehrsminister erst noch genehmigen muss. Dann kommt eine Woche später im Wirtschaftsausschuss auf einen Berichtsantrag der SPD-Fraktion heraus, dass nicht nur die Entgeltordnung noch nicht genehmigt ist, sondern dass noch nicht einmal das externe Gutachten in seiner Endversion da ist, das überhaupt erst die Genehmigungsfähigkeit rechtlich überprüfen soll. Da war ich schon mehr als irritiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt für dieses Vorpreschen der Fraport eigentlich nur zwei mögliche Erklärungen. Erstens. Das Ergebnis der Prüfung der neuen Entgeltordnung ist vor Entscheidung und Veröffentlichung an die Fraport durchgestochen worden. An diese Variante glaube ich eher nicht, da der Minister ja selber im Ausschuss gesagt hat, dass noch gar kein Ergebnis vorliegt. Das hätte durchgestochen werden können. Die zweite Variante, hier sind schlichtweg Fakten geschaffen worden. Wahrscheinlich hatte der Ministerpräsident Angst, dass sein grüner Verkehrsminister den Teil mit der Inzentivierung im Antrag der Fraport extra extern prüfen lässt, weil er ihn politisch ablehnt und dafür jetzt rechtliche Gründe sucht. Und der Ministerpräsident hat deswegen einfach zu Herrn Schulte gesagt, mach mal. Denn wie soll denn, Herr Minister Al-Wazir, Sie können jetzt ja gleich dazu noch etwas sagen. Wie soll denn der Verkehrsminister jetzt noch diese Entgeltordnung ablehnen? Der Schaden wäre doch immens. Herr Schulte müsste seinen Hut nehmen, und für die Fraport würde ein finanzieller Schaden und vor allem ein Imageschaden entstehen, der das Unternehmen massiv beschädigen würde. So oder so ist Tarek Al-Wazir hier öffentlich brüskiert worden. Und zwar entweder
entweder von Herrn Schulte, von Herrn Bouffier oder von beiden zusammen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Umgangsstil zwischen dem Ministerpräsidenten und seinem kleineren Koalitionspartner, der mich persönlich an das Ende von Schwarz-Gelb in der letzten Legislaturperiode erinnert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Anstand und der gute Stil im Umgang innerhalb dieser Koalition scheint genauso verschwunden zu sein wie der Wirtschaftsflügel der CDU. Ich bin sehr gespannt, wie die weitere Entwicklung in dieser Sache ist. Ich bin mir sehr sicher, dass wir uns hier heute nicht das letzte Mal zu diesem Thema unterhalten haben. Und, Herr Minister, ich bin sehr gespannt auf Ihre Ausführungen jetzt, wie Sie denn der Meinung sind, mit dieser klaren politischen Vorgabe pro Ryanair und pro neue Entgeltordnung durch Ihren Chef, durch Ihren Ministerpräsidenten, wie Sie denn der Meinung sind, hierbei noch eine objektive und unabhängige und rechtsstaatliche Entscheidung treffen zu können. Da bin ich sehr gespannt darauf, wie Sie sich dazu äußern. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Weiß. Das Wort hat der Abg. Frank-Peter Kaufmann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Ich will aber auch an anderer Stelle. Alle haben andere gestellt. Weiß nicht. Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, zunächst herzlicher Dank, verehrter Kollege Weiß, für die sorgenvolle Zuwendung bezüglich der Harmonie der Landesregierung. Was Sie noch nicht so ganz verbergen können, sind die Krokodilstränen, die Ihnen dabei aus den Augenwinkeln troffen. Meine Damen und Herren, mit diesem Antrag und der Debatte, die der Kollege Weiß ja hier angefangen hat, gerade unterstreicht die SPD das, was auch ihr Vorsitzender vor drei Wochen öffentlich erklärt hat, damals allerdings Richtung Regierung. Nämlich er meinte, feststellen zu müssen, sie habe sich ins Abseits gestellt. Ich stelle heute fest, die SPD hat sich mit dieser Thematik in der Art und Weise, insbesondere wie sie es vorgetragen hat, eher ins Abseits gestellt. Und wir wissen ja, das geschieht nicht zum ersten Mal bei dem Thema Luftverkehr und Flughafen Frankfurt. Es bleibt dabei, in der Flughafenpolitik präsentieren sich die Sozialdemokraten mal wieder als orientierungslose sowohl als auch Partei, die gleichzeitig vorwärts, rückwärts und seitwärts sich bewegen will und dabei natürlicherweise ins Stolpern kommt. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, so ist das halt, wenn man trotz vieler Mahnungen und ernstzunehmender Hinweise einer Chimäre nachgelaufen ist und dies erst viel zu spät, ja vielleicht immer noch gar nicht gemerkt hat. Sie haben doch gewiss nicht vergessen, dass der erste Politiker, der den Ausbau des Flughafens im Jahr 1997 mit den Worten „Wir müssen über den Zaun hinaus denken“ das forderte, der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende Armin Klaus war. Der danach später folgende Flughafenausbau basierte in Wahrheit aber nicht auf einem tatsächlichen Bedarf, sondern auf einer Fantasieprognose bezüglich der Zahl der zu erwartenden Flugbewegungen, die durch die Realität seitdem Jahr für Jahr falsifiziert wird. Selbst die von Fraport im Jahr 2014 dramatisch nach unten korrigierte Prognose wird ebenfalls von der Wirklichkeit bei weitem nicht erreicht, weil die Nachfrage nach Luftverkehrsleistungen in Frankfurt seit Jahren stagniert. Meine Damen und Herren, über die Gründe hierfür erspare ich Ihnen jetzt einen längeren Vortrag. Sie müssten diese bereits kennen. Wir GRÜNE haben sie immer vorgetragen, auch vor den Entscheidungen des Jahres 2007. Dennoch wurde bekanntlich von einer Mehrheit in diesem Hause von CDU, SPD und FDP die Flughafenerweiterung beschlossen und unterstützt und am Ende auch durchgesetzt. Und so sind die neue Landebahn seit 5 Jahren in Betrieb, und seitdem sind viele Menschen dem Fluglärm zusätzlich ausgesetzt. Und genau deswegen stellt sich jetzt die Aufgabe, dass die mit dem Betrieb des Flughafens einhergehenden Belastungen für Mensch und Umwelt in einem höchstmöglichen Maß rasch wirksam verringert werden müssen. Und genau dies haben wir, wie Sie wissen, im schwarz-grünen Koalitionsvertrag vereinbart. Und daran arbeiten wir mit Erfolg an dieser Aufgabe Schritt für Schritt weiter.
meine Damen und Herren, aktuell sehen wir uns mit der Tatsache konfrontiert, dass sich das Management der Fraport AG intensiv darum bemüht, die geschaffenen Kapazitäten besser auszulasten und deshalb auf der Suche nach zusätzlichen Airlines und neuen Flugverbindungen gegangen ist. Dabei vollzieht Fraport durchaus einen massiven Paradigmenwechsel der Geschäftspolitik, weg vom Mega-Hub für Premium-Netzcarrier hin zum Landeplatz für Low-Cost-Carrier, also ein Modellwechsel Lada statt Porsche. So heißt jetzt das neue Ziel der Akquisitionsbemühungen von Fraport. Und begründet wird dies, wie gern in der Branche, mit den Bedingungen bzw. den veränderten Bedingungen des Marktes. Aber diejenigen wie die SPD, die den Ausbau des Flughafens beschlossen haben, finden das Werben um Low-Cost-Carrier doch wichtig, weil sie ja schon immer mehr Flugverkehr in Frankfurt wollten. Die Menschen in der Region, die unter dem Fluglärm leiden, lehnen das Werben um Low-Cost-Carrier natürlich empört ab. Den lärmgeplagten Bewohnerinnen und Bewohnern im Rhein-Main-Gebiet wollen die hessischen Sozialdemokraten bekanntlich keineswegs helfen. Denn sie polemisieren unentwegt gegen die längst erfolgreichen Lärmpausen und ebenso gegen das aktuell vom Verkehrsminister präsentierte Konzept der Lärmobergrenzen, ohne ihrerseits auch nur einen einzigen praktikablen Vorschlag zur Reduzierung der Fluglärmbelastung präsentieren zu können. Meine Damen und Herren, wenn man als SPD, aber nun genau wie Ihr Oppositionspartner FDP, faktisch für mehr Fluglärm eintritt und es obendrein an eigenen Vorschlägen in der Flughafenpolitik fehlen lässt, dann wird krampfhaft nach Kritik an der Regierung gesucht, die man als Opposition ja vortragen meint zu müssen. Aus diesem Dilemma versucht die SPD als Ausbaupartei mal wieder zu entkommen mit einem weiteren peinlichen Stolperschritt. Und der lautet, mehr Flugbewegung wollen wir ja schon. Der Kollege Weiß hat es gerade erzählt. Auch Low-Cost-Carrier sind erwünscht. Nur Ryanair darf es nun wirklich nicht sein. Das ist das Ansinnen des vorliegenden Antrags der SPD und ebenso des öffentlichen Vortrags Ihres Vorsitzenden Schäfer-Gümbel und des Landesvorsitzenden obendrein. Und wir haben es am Dienstag vorgestern in der Generaldebatte aus seinem Mund ja ebenfalls vernehmen können. Und der Kollege Weiß hat es ja auch eben gerade hier vorgetragen. Der Kollege, unser Kollege Thorsten Schäfer-Gümbel betont demgemäß, ich zitiere, Ryanair ist das Schreckgespenst in der Luftverkehrswirtschaft und setzt sich damit in einen deutlichen Widerspruch zu seinem Genossen und Kollegen, dem SPD-Landesparteivorsitzenden auf der linken Rheinseite. Für Roger Lewenz, der zurzeit den Flughafen Hahn übrigens mal wieder verkaufen will, ist dasselbe Unternehmen Ryanair, das Schäfer-Gümbel verteufelt, geradezu der Schutzengel seines defizitären Flughafens. Und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, ebenfalls SPD, formuliert an den geplanten Deal von Fraport mit Ryanair lediglich die Sorge vor wachsendem Fluglärm in Mainz. Kein Wort über Sozialdumping bei Ryanair ist von ihr zu vernehmen. Sie stört sich also genau an dem, was der Kollege Schäfer-Gümbel richtig findet, mehr Fluglärm rund um Frankfurt. Meine Damen und Herren, die Sozialdemokraten westlich des Rheins sind nämlich froh und dankbar, dass Ryanair als Hauptkunde ihres Flughafens Frankfurt-Hahn soeben einen neuen Fünfjahresvertrag abgeschlossen hat. Immerhin fliegt Ryanair ab Hahn zu 42 Zielen in Europa, und man will diese Airlines als besten Kunden ganz sicher behalten. Von irgendeiner Kritik an den Arbeitsbedingungen ist demzufolge bei den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten linksrheinisch überhaupt keine Rede. Meine Damen und Herren, ich will durchaus unterstreichen, dass möglichst geringe Personalkosten und in Konsequenz davon auch entsprechend miese Arbeitsbedingungen bei Ryanair zum auch ein wesentlicher Teil des Geschäftsmodells sind. Nur gilt diese Feststellung in gleicher Weise für andere Anbieter auf dem Low-Cost-Sektor ebenso. Diese sind der SPD erkennbar, aber kein Dorn im Auge. Wir haben es gerade auch noch einmal gehört. Deswegen frage ich, warum machen Sie diesen Unterschied?
Ihre Argumente speziell gegen Ryanair, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, werden doch dadurch unglaubwürdig und negieren obendrein, dass sich viele, auch viele Freunde der Sozialdemokratie unter den Passagieren genau dieser Airline befinden. Warum glauben Sie denn, sind die Airlines im Low-Cost-Sektor, insbesondere Ryanair, so attraktiv? Weil die Tickets auch für Menschen mit weniger hohen Einkommen erschwinglich sind. Diese Preispolitik wird offensichtlich durchaus auch stark nachgefragt. Schließlich transportiert Ryanair jährlich insgesamt in etwa genauso. Meine Damen und Herren, einen Moment bitte, Kollege Kaufmann. Ich bitte doch um etwas Aufmerksamkeit. Es gebietet die Fairness, dass wir allen Rednern zuhören. In Frieden, bitte sehr, Kollege Kaufmann. Schließlich transportiert Ryanair jährlich insgesamt in etwa genauso viele Passagiere wie Lufthansa. Für beide liegt die Zahl über 100 Millionen € jährlich. Wenn obendrein im Hessischen Landtag die Partei, das heißt, ich meine die Sozialdemokraten, die in der Bundesregierung sowohl die Arbeitsministerin als auch den Wirtschaftsminister stellt und die für die angesprochenen Fragen genau die Zuständigen sind, statt dort selbst aktiv zu werden, hier die Fragen an die überhaupt nicht zuständige Landesregierung jetzt beantragt verlangt, sich dafür einzusetzen, dass ich zitiere. Warum, Kollege, warum regen Sie sich denn so auf? Meine Damen, meine Herren, Wetter ist gut. Bitte, Kollege Kaufmann. Frau Nahles ist natürlich dafür zuständig. Aber offensichtlich ist der Kontakt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD zu der Ministerin in Berlin sehr schlecht, dass er die Hilfe der Landesregierung hier in Hessen dafür braucht. Der Antrag fordert, ich zitiere, in Europa die Sozialstandards in der Luftfahrt nicht immer, das soll nicht immer mehr ausgehöhlt werden. Aber genau die Forderung an die Landesregierung, entschuldigen Sie, entbehrt nicht der Absurdität. Denn die Bundesebene ist für die im SPD-Antrag angesprochenen Probleme allein zuständig. Und im Übrigen der Bundesfinanzminister, dem gehört der Zoll nämlich an seinem Ressort, der muss die Einhaltung der in Deutschland geltenden Beschäftigungsregeln kontrollieren. Wie soll denn jemand, verehrte Kolleginnen und Kollegen von den Sozialdemokraten, die Ihnen die Ernsthaftigkeit Ihres Antrags abnehmen, wenn Sie offenkundig vorsätzlich falsch adressieren, nur um aus Oppositionszwang heraus die Regierung und ihre Mehrheit im Haus hier beschimpfen zu können. Das dürfen Sie gern, aber es löst kein Problem. Und deshalb hätten Sie es eigentlich genauso gut auch bleiben lassen können. Herr Kollege Kaufmann, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Was weiterhin zu dem Thema in der Sache zu sagen wäre, steht im Antrag der Koalition. Sie sollten ihm zustimmen. Die übrigen Anträge können Sie dann getrost vergessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Meine Damen und Herren, auf der Besuchertribüne begrüße ich die anwesenden Mitglieder der Besatzung der Fregatte Hessen, unsere Freunde, angeführt vom neuen Kommandanten, Fregattenkapitän Oliver Pfennig. Seien Sie uns herzlich willkommen. Fühlen Sie sich wohl im Hessischen Landtag. Hier ist es immer schön, haben Sie gerade gesehen. Wir fühlen uns auch wohl. Alles Gute. So, jetzt geht es weiter. Der Kollege Lenders hat das Wort, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als die Debatten anfingen, habe ich gedacht, worum geht es jetzt hier eigentlich? Geht es darum, mehr um, dass mehr Flugbewegungen am Frankfurter Flughafen geht, oder geht es darum, was Ryanair für ein Arbeitgeber ist? Also, zwischendurch habe ich bei den beiden Redevorträgen irgendwo die Orientierung da verloren. Beim Herrn Kaufmann muss ich allerdings sagen, Herr Kaufmann, das haben Sie ja schön gemacht, dass Sie die Historie so weit bemühen, damit Sie rechtfertigen als Grüne, dass es mehr Flugbewegungen an Frankfurt geht, dass Sie selbst auf eine Zeit einer rot-grünen Landesregierung noch zurückgreifen, aber auch gleichzeitig sich so einen schlanken Fuß machen, als wären Sie nie irgendwo jemals dabei gewesen. Und dann erklären Sie hier dem Parlament, also eigentlich ist ja sozusagen sowieso die FDP schuld, und wenn gerade mal nicht die FDP an mehr Flugbewegungen schuld ist, dann muss es dann irgendwie der Bund sein.
Also, Herr Kaufmann, Sie müssen dann aber schon einmal erklären, die Unterschrift unter die Genehmigung, die wird Ihr Minister Tarek Al-Wazir erteilen. Er wird das sein, der mehr Flugbewegungen zu verantworten hat und niemand anders. Herr Kaufmann, die GRÜNEN und Sie haben jegliche Glaubwürdigkeit, was den Frankfurter Flughafen angeht, verloren. Meine Damen und Herren, was den Wettbewerb angeht, haben wir jetzt schon einiges gehört. Viel zur Rechtfertigung dazu, dass es eine logische Konsequenz ist, dass zukünftig am Frankfurter Flughafen ein Low-Cost-Carrier, ein Billigflieger startet, dass es dann jetzt Ryanair ist, die erste Airline, die dort stationiert wird. Meine Damen und Herren, die Airlines sind unter einem großen Wettbewerbsdruck. Auch die Lufthansa kann sich dem nicht entziehen. Natürlich sehen wir auch die Tarifauseinandersetzung, die jetzt bei der Lufthansa ganz aktuell ist. Mein Liesin Müller auf der Straße, können Sie eine Gehaltssteigerung von 2.300 € im Monat kaum erklären. Aber, meine Damen und Herren, dass es eine logische Konsequenz ist, dass eine Lufthansa reagiert und auch das Produkt Eurowings ausbauen will, folgt eigentlich nur anderen Airlines wie der Air France, Alitalia, die Iberia, auch ein Ferienflieger wie die Condor können sich diesem Wettbewerbsdruck nicht entziehen. Und, meine Damen und Herren, auch die Flughäfen, die internationalen Flughäfen sind in einer Wettbewerbssituation, die nicht vergnügenssteuerpflichtig ist. Und, meine Damen und Herren, im Jahr 2000 spielte z. B. Dubai überhaupt noch keine große Rolle. Heute steigen hier mehr Passagiere ein und aus als in London, und damit ist noch lange nicht Schluss. Im Flughafen Istanbul 61,3 Millionen Passagiere, erstmal Frankfurt von Platz 3 in Europa verdrängt. Meine Damen und Herren, London Heathrow wird die geplanten Start- und Landebahnen weiter wachsen. Charles de Gaulle in Paris 66 Millionen Passagiere, die Nummer 2, und hat 4 Start- und Landebahnen. Weiterer Zuwachs ist dort geplant. Ja, meine Damen und Herren, der Wettbewerb wächst auch innerhalb von Deutschland. Auch der Flughafen in München hat sein Passagieraufkommen auf 41 Millionen € verdoppelt. Und, meine Damen und Herren, dort geht auch ein Terminal 2 ans Netz, und Terminal 1 wird ausgebaut. Die Bayern sind da schon auf einem guten Wege, Frankfurt wirklich Konkurrenz zu machen. Aber man muss dann sagen, wenn man sich diese Situation anschaut, dann ist das eine logische Konsequenz, eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit, dass die Fraport schaut, wo sind neue Geschäftsmodelle, und dass sie dort hinschauen, wo das stärkste Wachstum ist. Die Low-Cost-Carrier haben Wachstumsraten von 20%. Ist es nur logisch, dass dort einer der ersten wie Ryanair auch stationiert ist. Und, meine Damen und Herren, in diesem internationalen Wettbewerb gibt es Anreizmodelle, was die Gebühren anbelangt. Und ich finde es überhaupt nicht verwerflich, dass für die ersten 3 Jahre dort eben auch Gebühren angepasst werden, um die Einstiegskosten, auch etwas erträglicher zu machen. Das sind viele Erstkosten, die dann auch, wenn der Anbieter dem Nachfrager etwas entgegenkommt, ist international vollkommen üblich und steht auch jeglichem anderen Billigflieger in Frankfurt zu. Ich finde, dass da der Staatsminister Al-Wazir genau richtig handelt, dass er dort eben sehr wettbewerbsneutral entscheidet. Und, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, was an dieser Stelle zu kritisieren sein soll. Hätten selbst jetzt die GRÜNEN klatschen können. Das ist natürlich eine schöne Geschichte, dass ausgerechnet unter einem grünen Wirtschaftsminister einer der stärksten Wachstumspfade für den Frankfurter Flughafen und mehr Flugbewegungen eingeleitet wird. Das ist natürlich eine schöne Geschichte, die man erzählen kann. Aber trotzdem ist es richtig, meine Damen und Herren, und logisch. Kommen wir aber einmal zu Ryanair, was ja dann eher der Schwerpunkt der Rede der SPD war, Ryanair als Arbeitgeber. Ja, mir ist das auch schon aufgefallen, Herr Thorsten Schäfer-Gümbel, als Sie das am Dienstag in Ihrer Rede hatten, dass sich der Fokus eher auf Ryanair und als Arbeitgeber gerichtet hat. Und ich bin bei Ihnen, ausdrücklich bei Ihnen, bei der Frage, dass auch
Was Arbeitsbedingungen und wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Konzepte anbelangt, dass es da auch eine Fairness geben muss, dass es ansonsten auch zu einer Wettbewerbsverzerrung kommt, die wir als Liberale ablehnen. Und, meine Damen und Herren, wir haben, da ist kein Aber. Da kommt kein Aber. Da lassen Sie uns gerne einmal darüber unterhalten. Also diese ganzen Modelle wie Scheinselbstständigkeit, nur gehört natürlich zur Ehrlichkeit auch dazu. Die Kollegen von der CDU haben Ihnen das natürlich schon eingeworfen. Ryanair ist in vielen Bundesländern stationiert, wo die SPD regiert. Und dort haben wir eben keinen Aufstand der Aufrichtigen erlebt. Da haben wir das eben nicht erlebt. Aber lassen Sie uns da gerne darüber reden, weil es nicht in Ordnung ist, was bei Ryanair als Arbeitgeber läuft. Weil sämtliche sozialen Verpflichtungen, die ein Arbeitgeber eigentlich eingehen sollte, dort unterlaufen werden. Und das führt zu Wettbewerbsverzerrungen. Die finden wir auch nicht gut. Meine Damen und Herren, diese Scheinselbstständigkeit muss man ankreiden, die dort gerade im Cockpit passiert. Aber man muss dann auch zur Ehrlichkeit sagen, woher kommt denn das? Das ist einer von Arbeitsmodellen, die entstanden ist. Da hatten wir einmal 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Und Gerhard Schröder, er ist auch am Dienstag schon einmal erwähnt worden, hat damals gesagt, wir holen die Arbeitslosen daraus und führen sie z. B. in eine Ich-AG, in eine Selbstständigkeit. Und dann hat man gemerkt, das gibt jetzt auch wieder ein paar krumme Schuhe, das gibt auch ein paar schiefe Schuhe, und hat danach reagieren müssen und hat gesagt, wir brauchen das Gesetz zur Bekämpfung der Scheinselbstständigkeit. Das hat eine logische Konsequenz gehabt. Ob dieses Gesetz zur Bekämpfung der Scheinselbstständigkeit heute noch zeitgemäß ist oder ob wir uns nicht vielmehr über die Frage der Tarifautonomie ein Unternehmen, eine Gewerkschaft unterhalten müssen, bin ich sofort bei Ihnen, mit Ihnen in den Dialog einzutreten, um hier solche Verwerfungen wieder in den Griff zu kriegen. Hier hat es Verwerfungen gegeben. Das muss man sagen dürfen, das muss man anprangern dürfen. Da ist auch ein Unternehmen wie Ryanair nicht unbedingt mit auf die Füße getreten. Sozialdumping geht nicht. Lieber Kollege Weiß, ich schätze ja sehr, was immer die Frage Flughafen anbelangt. Aber diese flammende Rede, ich weiß nicht, ob Sie sich dann nicht am Ende irgendwie ein bisschen vergaloppiert haben. Zumindest müssen Sie dann einmal sicherstellen, dass keiner von Ihnen als Kollegen jemals mit Ryanair geflogen ist, wenn das so ein schlimmes Unternehmen ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat der Abg. Heiko Gasseget, CDU-Fraktion. Heiko, bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn die Kollegen dann die unterschiedlichen Flugklassen geklärt haben, mit denen sie unterwegs sind, können wir die Diskussion weiter fortsetzen. Wenn man die Anträge sieht, und da ging es bei der Diskussion jetzt etwas wie Herrn Lenders, wenn man die Anträge sieht und den Verlauf der Diskussion hier verfolgt, dann sind es völlig unterschiedliche Themen. Das eine war am heutigen Morgen das Thema Ryanair. In den Anträgen geht es um den Flughafen Frankfurt, um die Entscheidung, hier einen Low-Cost-Carrier herzuholen. Und wenn man sie übereinander legt, dann sieht man, dass die Themen Wettbewerbsfähigkeit, Schutz der Anwohner, Nachtruhe, der hier in der Diskussion bisher zu kurz kam, die Veränderung des Marktes, die Entgeltordnung, Incentives, Gleichbehandlung der Airlines und auch die Arbeitsbedingungen in den Anträgen vorkommen. Ich will versuchen, aus der Sicht der CDU zu den einzelnen Punkten etwas beizutragen, weil ich glaube, dass wir in vielen Punkten übereinstimmend hier im Haus sagen können, dass wir mit dem Flughafen Frankfurt den Herzmuskel, den Jobmotor in der hiesigen Region für das Land Hessen haben und den es auch zu erhalten gilt. Das ist zunächst einmal das oberste Ziel. Deshalb kann die CDU-Fraktion auch nichts Kritisches daran erkennen, dass sich der Flughafen auf die Veränderungen im Luftverkehr anpasst, einstellt, damit er hier in Frankfurt am Flughafen innerhalb der Fraport und nach all den angeschlossenen Unternehmen Arbeitsplätze sichern kann, gute Arbeitsplätze sichern kann, nach den Standards, wie wir sie hier in der Bundesrepublik zunächst einmal natürlich auch vorschreiben.
Wir haben einen zweiten Punkt, dass wir in der Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens bisher aber immer auch in den Kontext stellen, den Anspruch der Anwohner auf Nachtruhe, auf Lärmschutz, sodass wir, wie gesagt, das Wachstum, die Wettbewerbsfähigkeit nicht um jeden Preis nach vorne drängen, sondern dass wir auch die Ansprüche der Bevölkerung mit in die Entscheidungen einbeziehen. Ich will auch sagen, dass wir vor diesem Hintergrund überhaupt keine Bedenken haben, dass eine Ansiedlung von Ryanair oder auch weiteren Low-Cost-Carriern diesem Anspruch auf Lärmschutz irgendwie entgegensteht. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir mit der vorgeschlagenen Lärmobergrenze den Weg dahin begehen, dass wir einen Lärmpegel festlegen, auf den sich die Menschen verlassen können. Es ist auf der anderen Seite unterhalb dieses Lärmpegels die Aufgabe von Fraport, durch Steuerung eben auch des Flugverkehrs, durch Einflussnahme auch auf die einzelnen Airlines dafür zu sorgen, dass dieser Lärmpegel nicht überschritten wird, damit wir, wie gesagt, einerseits nicht die Wettbewerbsfähigkeit einschränken und andererseits aber dem Schutz der Anwohner nachkommen. Und wir haben einen dritten Bereich zu diskutieren, das ist die Frage der Entgeltordnung. Hier, anders als von Herrn Weiß dargestellt, gibt es aus unserer Sicht keinen großen Ermessensspielraum für die Hessische Landesregierung, für den hessischen Wirtschaftsminister. Er muss transparent und vor allem unparteiisch prüfen, das, was die Fraport in Bezug auf die Entgeltordnung vorgelegt hat. Und es geht nicht, Herr Weiß, weil das war in dem Vortrag hier auch als Kritik gesetzt, es geht nicht um die Zulassung von Ryanair. Das wiederum hat eine Bundesbehörde zu entscheiden. Das ist nicht die Aufgabe des hessischen Wirtschaftsministers. Er hat lediglich die Aufgabe, hier die Entgeltordnung zu prüfen, transparent zu prüfen und am Ende eine für alle gleich zu behandelnde Entgeltordnung zur Anwendung zu bringen. Das will ich deutlich sagen. Ich will auch deutlich machen, dass wir in diesem Zusammenhang ein Stück weit die Sorgen auch von Lufthansa nachvollziehen können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ganz offen und transparent über diese Entgeltordnung diskutieren und eben nicht über Ryanair. Dass der Minister offen und transparent darlegen wird, so wie wir es auch im Wirtschaftsausschuss, so wie im Wirtschaftsausschuss auch den umfangreichen Fragenkatalog beantwortet bekommen haben, dass er darlegt, wie diese Entgeltordnung sich zusammensetzt. Und da ist, und das wissen wir aus der Diskussion, ein Gegenstand das Thema Incentives. Das heißt also, die Vergünstigungen für neue Airlines am Frankfurter Flughafen oder auch für neue Strecken, die bestehende Airlines am Frankfurter Flughafen aufmachen. Und Incentives sind nicht nur in Frankfurt, sondern in allen internationalen Flughäfen gang und gäbe. Ich glaube, Herr Lenders hat es deutlich gemacht. Es bedarf verschiedener Anlaufkosten. Es sind Risiken, die eine Airline eingeht, wenn sie neue Linien aufmacht. Wir kennen da die Diskussion auch von Kassel-Calden im gleichen Maße. Das heißt also, hier ist es gang und gäbe, dass es Incentives gibt. Incentives für die Airlines, um ein Stück weit das Risiko gemeinsam zu tragen, zeitlich begrenzt. Und das ist wichtig, zeitlich begrenzt, damit keine Ungleichbehandlung zu bestehenden Fluglinien am Frankfurter Flughafen oder Airlines am Frankfurter Flughafen entstehen. Nicht Gegenstand dieser Prüfung sind die Arbeitsbedingungen. Deshalb muss ich nicht die Arbeitsbedingungen bei Ryanair gut finden. Ganz im Gegenteil. Auch in unserer Fraktion können wir viele der Argumente teilen in Bezug auf das, was vorgetragen wurde. Und wir sehen hier oder stehen hier auch an der Seite von Lufthansa. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch vergegenwärtigen, dass wir am Frankfurter Flughafen 117 Airlines haben. Und ich frage Sie, Herr Weiß, wie viele von diesen 117 Airlines haben Sie auf Ihre Arbeitsbedingungen Ihres Personals überprüft? Das würde mich z.B. bei einer China Air oder auch bei Emirates, bei jetzt sind wir mal exklusiven Carriern, die für die Lufthansa eine große Wettbewerbsgefahr sind. Wie viele von diesen Arbeitsbedingungen haben Sie geprüft? Keine einzige zumindest, haben Sie hier in der Diskussion kritisch angesprochen. Das macht deutlich, meine Damen und Herren, dass wir auf der einen Seite die Sorge haben in Bezug auf das Unternehmen Lufthansa, die wir alle teilen. Wir wollen, dass Lufthansa weiterhin
ihre Homebase in Frankfurt hat. Wir wollen, dass Lufthansa hier gleiche Wettbewerbsbedingungen hat. Dafür wird die Entgeltordnung sorgen. Aber wir wollen auf der anderen, oder können auf der anderen Seite hier im Hessischen Landtag nicht über die Arbeitsbedingungen oder die Zulassung einer Airline entscheiden oder diskutieren. Wir können darüber diskutieren, aber wir können es nicht entscheiden, weil das ist einzig und allein Sache der Bundesbehörden. Und im Übrigen, auch das ist hier schon kritisch angemerkt worden, ich will erst gar nicht in die Verdrängung kommen der Diskussion, dass wir auf der einen Seite hier in Hessen Ryanair schlecht reden und auf der anderen Rheinseite, ich will mal ein Beispiel nennen, auf der anderen Rheinseite Ryanair, der damalige SPD-Wirtschaftsminister Hering, äußert, die Partnerschaft von Frankfurt Hahn und Ryanair hat sich in den vergangenen 10 Jahren höchst erfolgreich entwickelt und soll weiter intensiviert werden. So der Wirtschaftsminister Hendrik Hering. Es ist zwar ein paar Tage zurück, aber das macht deutlich, wie unterschiedlich Sie im Maß der Beurteilung von Ryanair sind. Wir wollen uns aus der Diskussion raushalten. Wir halten fest, dass wir die Bedingungen, zu denen Ryanair ihr Personal beschäftigt, ganz und gar nicht gut finden. Ganz im Gegenteil. Wir konstatieren aber auch, dass sie eine Zulassung haben und deshalb an jeden dieser Flughäfen Anträge stellen können. Und es ist legitim, dass Fraport im Sinne seiner Wettbewerbsfähigkeit sich mit Ryanair eben diesem Markt der Low-Cost-Carrier öffnet. Im Übrigen steht es auch Lufthansa offen. Lufthansa hat eine eigene Low-Cost-Linie, die leider nicht von Frankfurt aus fliegt. Und ich sage das jetzt einmal aus der Sicht der Nutzer, aus der Sicht der Kunden. Können wir sicher in Zukunft das ein oder andere Angebot an Frankfurt zu günstigen Flugpreisen, andere Ziele ansteuern zu können, auch nur begrüßen. In diesem Sinne hoffen wir, dass die Entscheidung ein weiterer Beitrag zu Wachstum und Sicherheit für den Frankfurter Flughafen ist. Wir appellieren, ja, Wachstum. Ich sage das ganz deutlich. Und wir haben den Wachstumspfad ja auch zugelassen, auch mit dem Planfeststellungsbeschluss. Und er wird nicht legitimiert, er wird nicht legitimiert in der Menge, sondern er wird limitiert im Lärm. Also von daher auch Wachstum am Frankfurter Flughafen. Ich will einen zweiten Punkt aber auch ansprechen, der uns am Herzen liegt, an dieser Stelle einen Appell zu richten an Fraport und auch Lufthansa. Ich habe es gesagt, wir haben ein großes Interesse daran, dass dieser Flughafen wettbewerbsfähig bleibt. Wir haben aber ein genauso großes Interesse daran, dass Lufthansa hier weiterhin seine Homebase in Frankfurt hat. Und deshalb muss es eine gute Verbindung, eine gute Kommunikation zwischen Fraport und Lufthansa geben. Und dieser Appell richtet sich an beide eben wieder im Konsens und konstruktiv an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kasseckel. Das Wort hat die Frau Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Frankfurter Flughafen wurde in den letzten Jahrzehnten immer weiter ausgebaut auf Kosten der Menschen in der Region. Mehr Lärm und mehr Schadstoffe gefährden die Gesundheit und die Lebensqualität vieler Menschen im Rhein-Main-Gebiet. Die Eröffnung der Nordwestlandebahn, der Bau des dritten Terminals, all das wurde seitens des Unternehmens und auch seitens der Ausbauparteien immer wieder mit einem angeblichen Kapazitätsengpass begründet, untermauert mit fragwürdigen Prognosen, die sich allesamt nicht bewahrheitet haben. Immer wieder wurde hier im Haus jeder Ausbau des Frankfurter Flughafens mit den dadurch angeblich entstehenden Arbeitsplätzen begründet. Und jetzt stellt sich heraus, es gibt gar keinen Kapazitätsengpass. Und die unnötig geschaffenen Kapazitäten des Flughafens sollen nun dadurch aufgefüllt werden, dass ausgerechnet Ryanair der rote Teppich ausgerollt wird, also einer Airline, die wohl zu den schlimmsten Arbeitgebern der Branche gehört, meine Damen und Herren. Das führt die ganze Argumentation für den Ausbau vollkommen ad absurdum. Meine Damen und Herren, schon seit Längerem ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz gegen Firmen aus dem Ryanair-Geflecht wegen Steuerhinterziehung und Sozialbetrug in Millionenhöhe mittels Briefkastenfirmen und scheinselbstständiger Piloten. Der Spitzenverband der Krankenkasse fordert Nachzahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen. Die Verbraucherzentralen mahnen die Airline regelmäßig ab. Und diverse Flughäfen haben in den letzten 10 Jahren öffentlich gemacht, dass sie sich von Ryanair erpresst fühlen. Zum Beispiel im französischen Po, im Münster, Osnabrück, aber auch Hahn.
Und es glaubt doch niemand, dass Ryanair anstandslos den regulären Preis zahlen wird, wenn die geplanten Subventionen erst einmal auslaufen. Eher ziehen sie ihre Flugzeuge wieder ab und suchen sich neue Schnäppchen. Ryanair macht sich ein Geschäftsmodell daraus, Beschäftigte einzuschüchtern, Geschäftspartner zu erpressen, Staaten um Steuern zu prellen und die Kunden bei Problemen im Regen stehen zu lassen. Aber das voraussichtliche Ende der subventionierten Regionalflughäfen in Europa ist auch das Ende des bisherigen Geschäftsmodells von Ryanair. Das bisherige Geschäftsmodell war, sich das Landen in der Provinz aus Staatskassen vergolden zu lassen. Und jetzt klopfen Sie eben bei den Größeren an. Und ich finde, hier sollte der Frankfurter Flughafen eigentlich sagen, euch wollen wir nicht, euch brauchen wir nicht, und eine Extrawurst kriegt ihr hier erst recht nicht. Weil wir der Meinung sind, dass ein Unternehmen, das sich mehrheitlich in öffentlicher Hand befindet, auf gar keinen Fall ein Unternehmen auch noch hofieren darf, das auf Sozial- und Lohndumping setzt, meine Damen und Herren. Aber leider ist das Gegenteil der Fall. Ryanair werden durch die Fraport sogar schnellere Abläufe am Boden zugesagt, was am Ende wahrscheinlich auch wieder auf den Schultern der Beschäftigten durch höheren Druck weitergegeben wird. Und natürlich, das ist angesprochen worden von Herrn Kasseckert, ja, das Problem heißt nicht nur Ryanair. Diese Praktiken der Billig-Airlines lösen natürlich einen Abwärtssog insgesamt bei den Arbeitsbedingungen bei den Fluglinien aus. Und das sieht man leider auch bei der Lufthansa. Die Beschäftigten dort streiken in dieser Woche ja nicht zum Spaß. Diese Woche riefen sowohl Verdi als auch die Vereinigung Cockpit zu Streiks bei Lufthansa und Eurowings auf. Genau diese Billigtochter Eurowings ist auch eine Reaktion auf den Druck durch die Billig-Airlines. Alle Lufthansa-Verbindungen, die nicht als Zubringer zu den lukrativen Langstreckenflügen dienen, sollen bzw. sind schon zu Eurowings übergegangen. Frau Kollegin Wissler, der Kollege Caspar möchte Ihnen brennend gerne eine Frage stellen. Was sagen Sie dazu? Wenn am Ende noch Zeit ist, dann gerne, Herr Caspar. Wenn nicht, herzlich eingeladen zu einer Kurzintervention. Alle Lufthansa-Verbindungen, die nicht als Zubringer zu den lukrativen Langstreckenflügen dienen, all die sind schon zu Eurowings übergegangen. Und mit dem Lufthansa-Kranich verschwanden auch die bisherigen Jobs mit ihren bisherigen Tarifverträgen. Mittlerweile geht die Lufthansa noch weiter. Und natürlich ist es eine Gefahr, dass Eurowings immer weiter zu einem echten Billigflieger umgestrickt wird. Und das drückt die Kosten und arbeitet an einem Franchise-Modell mit Subunternehmen aus ganz Europa. Lufthansa ist also selber auch ein Teil dieser höchst problematischen Entwicklung. Und dieser Entwicklung darf nicht Vorschub geleistet werden, indem der Dumpingkonkurrenz hier am Frankfurter Flughafen auch noch Rabatte gewährt werden, meine Damen und Herren. Hessen sollte ein Zeichen setzen, sollte sich schützend an die Seite der Beschäftigten stellen und sagen, wir wollen kein Steuer- und Sozialdumping, sondern wir wollen, dass man in diesem Land mit guter Arbeit auch gutes Geld verdient. Minister Al-Wazir wird gleich sagen, dass es ja keinen, vielleicht würde er gleich sagen, es hat er im Ausschuss gemacht, dass es keinen Rabatt nur für Billigflieger gibt, sondern für alle Airlines geben soll, die neue Strecken anbieten. Das mag sein, aber das macht es kaum besser. Weil ich frage Sie, warum soll man denn überhaupt neue Flüge subventionieren? Gäbe es einen Bedarf nach diesen Verbindungen, dann würden sie sich ja selber tragen, dann bräuchte man noch keine Subvention. Und Ryanair soll jetzt z.B. 50% auf ihre Landegebühren erhalten. Warum? Warum brauchen wir noch einen weiteren Flug nach Palma de Mallorca, wo schon 5 andere Airlines hinfliegen? Warum ist das eine Bereicherung für die Menschen in Hessen, meine Damen und Herren, frage ich Sie. Das Gegenteil ist doch der Fall. Jeder Flug, jeder weitere Flug ist eine Belastung der Menschen in der Rhein-Main-Region, in den verlärmten Einflugschneisen, die unter Lärm und Schadstoffen leiden, sowie für Umwelt und Klima. Das, was Fraport freie Kapazitäten nennt, also in der Logik, das sind quasi fehlende Flüge, diese freien Kapazitäten sind doch immer noch ein kleiner Gewinn für die Menschen in der Region an Lebensqualität, weil jede freie Kapazität eben ein Flieger ist, der nicht abhebt und der dementsprechend auch keinen Lärm macht, meine Damen und Herren. Noch mehr Flugbewegungen bedeuten noch mehr Belastung für die Menschen. Und deswegen sagen wir ganz klar, mehr Flugverkehr als Selbstzweck verdient keine Subventionen, meine Damen und Herren. Und das sagen nicht nur wir, das sagen auch, darauf wurde schon hingewiesen, auch die Stadtverordnetenversammlung in Offenbach. Und ich habe das in der Frankfurter Rundschau, war ein Artikel darüber, wo nachzulesen ist, dass die Stadtverordneten in Offenbach Rabatte für Billigflieger einstimmig, einmütig ablehnen.
die Absicht, der Fraport-Billigflieger Ryanair mit Rabatten an Deutschlands größten Flughafen in Frankfurt zu locken, stößt in Offenbach auf harschen Protest. Die Stadtverordneten stimmten am Donnerstagabend einmütig einem Dringlichkeitsantrag der SPD zu. Und darin werden die geplanten Gebührenrabatte abgelehnt, weil sich dadurch der Fluglärm weiter erhöhe. Verkehrsminister Tarek Al-Wazir wird aufgefordert, die von Fraport präferierte neue Gebührenordnung für Start- und Landegelte nicht zu genehmigen. Meine Damen und Herren, ich finde, ein sehr kluger Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in Offenbach. Und ich will noch einmal sagen, was einmütig in dem Fall bedeutet. Das bedeutet, dass die CDU dem zugestimmt hat, die FDP hat dem zugestimmt, die GRÜNEN haben dem zugestimmt, die SPD hat den Antrag eingebracht, die haben natürlich sowieso zugestimmt. Und ich finde, Herr Minister, das ist Offenbach. Also, das ist Ihr Wahlkreis, das ist Ihre Heimatstadt. Also, ich würde Sie doch auffordern, nehmen Sie den Beschluss dieser Offenbacher Stadtverordnetenversammlung sehr ernst und genehmigen Sie diese Gebührenordnung nicht. Für die Fraport sind die freien Kapazitäten in Ihrem Fall einfach nur ein nicht realisierter Gewinn. Wenn es um Geld geht, dann sind ihr die Menschen in der Region leider herzlich egal. Aber ich finde, als mehrheitlich öffentliches Unternehmen sollte es das Interesse des Flughafenbetreibers eigentlich sein, ein sinnvolles Verkehrsangebot für die Region sicherzustellen und gleichzeitig die Belastung für Menschen und Umwelt so gering wie irgend möglich zu halten. Als börsennotiertes Unternehmen aber ist Fraport der Gewinnmaximierung und einem steigenden Aktienkurs interessiert. Und solche steigenden Kurse brauchen eben immer weiteres Wachstum. Das widerspricht aber den Interessen der Menschen in der Region. Die Belastungsgrenze ist längst überschritten. Und deswegen stellen wir hier auch noch einmal fest, 15 Jahre nach dem Börsengang der Fraport AG, der Börsengang dieses früheren Staatskonzerns war ein schwerer Fehler. Ein Flughafen ist eben kein Betrieb wie jeder andere, sondern er muss eine öffentliche Infrastruktur den Bedürfnissen der Menschen hier in der Region anpassen und nicht den Interessen von Aktionären aus aller Welt. Weil der Betrieb eines Flughafens eben eine enorme Verantwortung hat. Und zwar sowohl für die Beschäftigten als auch für die Fluggäste, für die Sicherheit, für das Wohlergehen der Menschen in der Region. Und das ist langfristig nicht mit den Zielen eines börsennotierten Unternehmens vereinbar. Doch stattdessen, und ich finde, hier muss die Politik natürlich Grenzen aufzeigen, doch stattdessen nennen die Ausbauparteien dieses ungebremste Wachstum verniedlichend dann Entwicklung, beziehungsweise Herr Kasseckert hat ja eben selber von Wachstum dann auch gesprochen. Man darf, und deshalb kommt dann natürlich die Schlussfolgerung heraus, dass diese schwarz-grüne Landesregierung natürlich Fraport in seinem Extraktionsdrang überhaupt nicht stören will. Deshalb verkaufen sie uns eine Lärmverschiebung in den Nachtrandstunden, die seitens Fraport völlig freiwillig ist, die jederzeit aufgekündigt werden kann, wenn die Kapazitäten zu Geld gemacht werden können. Das verkaufen sie als Verbesserung. Deshalb konstruieren sie eine Lärmobergrenze, der es noch lauter werden kann, als es heute ist, und weiterhin immer mehr Flugzeuge starten und landen können. Und, Herr Minister, dass Sie die Kritik der LINKEN abtun, das kennen wir. Aber ich finde, das Lob der FDP, das sollten Sie sich wirklich zu Herzen nehmen, und das sollte Sie wirklich verunsichern. Ich komme zum Schluss. Der Flughafen soll sich nach Ihrer Ansicht weiterentwickeln, so sagen Sie das. Begründet wird es mit dem Interesse des Wachstums der Flughafen immer mit den Arbeitsplätzen. Ich finde, natürlich, Herr Kasseckert, gibt es einen Zusammenhang zwischen Flugbewegung und Lärm. Das ist so. Wer Lärm wirksam reduzieren will, muss die Anzahl der Flugbewegungen senken. Ich finde nur, wenn Sie wirklich Ryanair mit Rabatten anlocken, dann, Herr Boddenberg, führen Sie bitte nie wieder die Interessen der Beschäftigten an, wenn es um den Flughafen geht. Weil wer einer Airline den roten Teppich ausrollt, die Dumpinglöhne zu verantworten hat und damit die Tariflöhne am Flughafen insgesamt gefährdet, der sollte wenigstens aufhören, mit Arbeitnehmerinteressen zu argumentieren, meine Damen und Herren. Frau Kollegin Wissler, Sie müssen zum Schluss kommen. Mein letzter Satz. Deswegen fordern wir Sie auf, subventionieren Sie nicht noch mehr Flugverkehr, Minister. Bitte stimmen Sie dieser Entgeltverordnung mit den Rabatten nicht zu. Vielen Dank.